Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Cyberpunk 2077. Vielen Dank an alle, die auch in der letzten Folge wieder einen Daumen nach oben gegeben haben und vielleicht sogar einen Kommentar dagelassen haben. Wenn euch diese Folge gefällt, wäre es sehr cool, wenn ihr genauso weitermachen würdet. Tja, Leute, ich habe aber Scheiße gebaut. Und das ist auch der Grund, warum für ein paar Tage jetzt kein Cyberpunk kam. Denn ich habe eigentlich hier schon in diesem Spiel drei Folgen aufgenommen. Drei Cyberpunk-Folgen. Das Problem war, meine Mikrofonsoftware ist kurz vorher abgestürzt. Ich habe das nicht gemerkt und habe daher jetzt drei Folgen aufgenommen, wo es keinen Mikrofonton gibt. Und darum ist dieses Video hier jetzt gerade nachkommentiert. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen so hin, dass es auch Sinn macht, was ich hier jetzt gerade erzähle zu dem, was ihr da gerade seht. Aber wir sind da auf der Karte, da wo wir beim letzten Mal gestoppt haben. Und ich werde genau jetzt da, wo ich es gerade markiert habe, an eine bestimmte Stelle fahren. Denn heute in der Episode werden wir uns einige Ausrüstungsgegenstände besorgen. Auch wieder Legendary Items, die man sich einfach so holen kann. Das heißt, jeder von euch auch in eurem Playthrough, ihr könnt da einfach hingehen und euch die Items holen. Die sind wie gesagt legendär und vor allem das Coole ist, das sind keine Gegner. Das heißt, man kann bereits schon von Anfang an, kann man sich diese Gegenstände holen. Naja, dadurch, dass wir halt diese Gegenstände-Episode heute haben, wird zumindest jetzt mal für diese Episode jetzt das Nachkommentieren von mir, denke ich mal, nicht so schwer sein, hoffe ich. Wir werden es noch sehen. Aber die nächsten beiden Episoden werden da schon ein bisschen schwieriger. Mal sehen, ob ich das irgendwie hinkriege. Und genau, wir haben uns ja schon am Anfang des Spiels, als ich Level 6 geworden bin, diese Ouvertüre, diese Pistole geholt und so ähnlich werden wir das jetzt heute auch machen. Hier an dieser Stelle erkennt ihr, dass ihr richtig seid, dass gerade das Trauma-Team wegfliegt. Ihr seht, wenn ihr jetzt mal nach links guckt, da startet genau, wenn ihr in die Nähe kommt, startet das Trauma-Team gerade weg. Das heißt, ihr wisst, dass da gerade was passiert ist. Da könnte also was Interessantes sein. Und wenn man da hinfährt an diese Stelle, die ich da auf der Karte markiert hatte, ganz oben in Watson, ich zeige es auch hier nochmal, ich bin nicht ganz da, wo ich markiert hatte, aber hier an dieser Stelle könnt ihr euch das holen. Und ganz wichtig ist, also ihr seht es ganz oben im Norden in Watson, wichtig ist, dass ihr euch gleich vorher einen Speicherpunkt erstellt. Werde ich jetzt auch hier gleich im Video machen, also aussteigen, bisschen näher gehen. Und dann so 4-5 Meter davon entfernt einen Speicherpunkt machen. Ihr seht auch schon da liegt was Legendäres auf dem Boden. Das Problem an legendären Sachen in diesem Spiel ist, dass die zwar an bestimmten Orten liegen. Ihr seht, ich mache mir auch gerade einen Speicherpunkt. Und dass CD Projekt Red diese Items an bestimmte Orte gelegt haben und die sind auch definitiv immer da. Also es sind feste Items, die an festen Orten liegen. Das Problem ist die Stats, die da drauf sein können und auch die Anzahl der Mod-Slots, das entscheidet sich in dem Moment, wo man das anguckt. Und nur weil es ein festes Item ist, was an einer festen Position liegt, heißt es nicht, dass es immer gleich ist, was da liegt. Und natürlich will man bei legendären Items natürlich, dass die möglichst gut sind. Das heißt, dass man das Maximum an Mod-Slots auch hat. Wenn ihr Pech habt, findet ihr tatsächlich ein Legendary und da ist gar kein Mod-Slot drauf. Und dadurch, dass ihr vorher das Spiel speichert, könnt ihr so ein bisschen dafür sorgen, dass ihr auf jeden Fall das Maximum bekommt. Auch hier bei der Ouvertüre habe ich zum Beispiel nicht das Maximum, weil da wusste ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Ihr seht, 5 Mod-Slots werden da angezeigt. Auf einer Pistole können theoretisch 6 sein. Also auch bei der Ouvertüre habe ich nicht das Maximum, weil ich es nicht wusste. Auf dem Shirt hier, was ich mir gekauft hatte, ist zum Beispiel das Maximum, nämlich 4. Bei den beiden Oberkörpersachen ist das Maximum 4 Mod-Slots. Bei den anderen Rüstungsteilen ist es 3 Mod-Slots. Jetzt gucken wir gleich mal, welches Item das ist, was es hier gibt. Ich muss vorher die anderen Items noch weg und dann seht ihr hier die atmungsaktive verstärkte Hose. Die Konzernhose hat allerdings nur einen Mod-Slot drauf. Und wie ich gerade gesagt habe, bei Rüstungen ist das Maximum 3 Mod-Slots, außer bei den beiden Oberkörperteilen, da ist es 4. Das heißt, wir können jetzt einfach das Spiel laden und dann gucken, ob wir danach noch eine, einfach ja, nochmal die Chance haben, die Hose mit besseren Mod-Slots zu finden. Klar, die ist von ihrem Rüstungswert ist die Hose immer auf dem Level, wie ihr sie findet, also so wie ihr selbst. Aber man kann die noch upgraden. Das ist nicht so schlimm. Aber wir brauchen halt eine Hose und jetzt haben wir direkt schon eine. Ihr seht, 3 Mod-Slots und sogar auch schon direkt ein legendäre Mod drauf mit einer 15% höheren kritischen Trefferchance.
Und ihr seht auch, dass es die Konzernhose ist. Und davon will ich das ganze Set haben, von diesen Konzernsachen. Wir werden gleich noch mehr sehen. Aber jetzt kann ich die direkt anziehen. Und da seht ihr 3 Modslots drauf. Das ist das Maximum. Jetzt muss ich zwar dadurch die eine Hose zerstören, wo der Crit Damage drauf war, aber hier ist wenigstens schon mal auch ein legendärer Mod mit der 15% Crit Chance drauf. Das ist auch das Höchste, was man haben kann an Crit Chance. Naja, und von dem Armor-Wert, der ist halt jetzt auf meinem Level, aber die Hose kann ich ja später noch upgraden. Und dann kann man jeden Gegenstand aufs Maximum hoch upgraden. Also das ist dann, man muss nicht drauf aufpassen, was für einen Panzerungswert der Gegenstand hat. Die werden am Ende alle immer gleich sein. Naja, und wie gesagt, alle Armor-Teile auf der linken Seite haben 3 Modslots, die auf der rechten Seite 4, so wie auch schon dieses T-Shirt. Das heißt, jetzt haben wir schon mal direkt eine Endgame-Hose, die wir im Prinzip das komplette Spiel über behalten können. Haben wir jetzt schon. Natürlich, das mit dem Upgraden wird schwer, weil es ist eine legendäre Hose. Und das Problem habe ich ja auch bei dem Revolver, bei dem Overture-Revolver, dass ich gar nicht, dadurch, dass es jetzt noch so am Anfang des Spiels ist und ich so im Prinzip noch sonst keine legendären Sachen einfach so finde bei Gegnern, kann ich auch diese legendären Item-Komponenten nicht bekommen, um meine Gegenstände abzugraden. Das heißt, irgendwann wird man ganz normale grüne und blaue Drops finden, die dann stärker sind als das, was ich jetzt gerade anhab, obwohl es Legendary ist. Oh, direkt mal ein nices neues Auto abgestaubt mit 3 Achsen und das Auto direkt festgefahren. Ist ja auch gut. Ja, das war's dann, glaube ich. Ja, da liegt eine Leiche. Bin auf die Leiche draufgefahren und deswegen kann man jetzt nicht weiter. Sehr schön. So muss das sein. Also doch wieder zum alten Auto. Ja, und darum wird man irgendwann grüne und blaue Items finden, die besser sind als die Legendaries, die ich jetzt habe. Ihr werdet aber heute in diesem Video noch was sehen, was wir auch noch einsammeln werden, wodurch das bei den Rüstungen überhaupt nicht schlimm ist. Dass wir die noch nicht upgraden können, weil wir werden uns Mods in unsere Rüstungen alle reinpacken, dass die so stark werden, dass im Prinzip wir das ganze Spiel über nichts finden werden, was besser ist als das, was wir uns jetzt holen, selbst wenn es jetzt noch so früh am Anfang des Spiels ist. Werdet ihr aber auch sehen, kommt alles in dieser Folge noch vor. Auch wenn ihr jetzt hier einfach, jetzt geht es nämlich direkt zum nächsten Item, zwar hier nicht, hier ist einfach nur so ein kleiner Überfall, ihr seht, ich bin einfach die Straße gefolgt, immer noch weiter im Norden. Hier ist so ein kleines, so eine kleine Verbrechensmeldung. Das ist aber noch nicht das, wo ich eigentlich hin will. Aber das nächste Item, was wir uns holen können, sogar auch aus diesem Rüstungsset, ist hier nur ein paar Meter weiter. Und wie gesagt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da ist keine Levelbegrenzung drauf. Das heißt, ihr könnt euch diese beiden Rüstungsteile, die wir uns jetzt gerade... Wow, was geht da ab? Warum treffe ich da nichts? Hallo? Könnt ihr euch im Prinzip auch in eurem Playthrough ziemlich früh holen. Naja, aber jetzt erstmal hier diese Verbrechensmeldung. Ich meine, wenn die eh gerade auf dem Weg ist und wir wollen ja 100% machen, dann... Gut, da habe ich auch so den Typen da hinten abgeknallt. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber die weicht irgendwie perfekt aus. Oder der, oder was auch immer. Jetzt, okay, passt. War zwar kein Kopfschuss, aber trotzdem ein kritischer Treffer und daher ein One-Shot. Denn ich habe ja ziemlich starke Modifier, solange ich noch gestealth bin. Boah, 10.000er Crit in Kopf, sehr schön. Okay, dann holen wir uns erstmal hier alles, machen die Verbrechensmeldung fertig und dann können wir zum nächsten Item gehen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir eh 100% machen, müssen wir ja eh alle Verbrechensmeldungen machen. Die Verbrechensmeldungen, die auf der Karte angezeigt werden, also wenn man mit M die Karte öffnet und dann so ein Symbol sieht, die spawnen auch nicht wieder neu, die sind an festen Punkten und die gehören zu 100%. Es spawnen aber auch immer so Verbrechensmeldungen, die werden nur auf der Minimap angezeigt, nicht auf der normalen Map, mit so einem Polizeistern. Und die sind, glaube ich, random generiert. Oh, was ist denn da im Wasser? Habe ich das gerade? Jo, Tatsache. Da ist ein Quest-Ding im Wasser. Da müssen wir gleich mal vorbeigucken. Gleich mal reingucken, aber erst hier noch alles weglooten. An Loot wollen wir schließlich alles mitmachen. Naja, und diese Polizeisterne, die nur auf der Minimap angezeigt werden, die kommen halt immer wieder neu, die sind zufallsgeneriert. Die brauchen also nicht 400%, weil die ja eh immer wieder neu spawnen. Ja, und darum nehmen wir das schon mal mit, wenn wir eh auf dem Weg zum nächsten Item sind. Und auch das nächste Item wird wieder ein Gegenstand aus dem Konzern-Outfit sein. Das heißt, es ist ein komplettes Rüstungsset. Das gibt zwar keine Set-Boni, also man kriegt keine Set-Boni dadurch, dass man das ganze Set hat, aber es passt halt einfach vom Aussehen. Ja, wieder nur irgendwelche Nachrichten. Passt halt einfach vom Aussehen, passt es halt gut zusammen. Und dann sieht man nicht so total zusammengewürfelt aus. So, gucken wir mal schnell unter Wasser, was hier ist.
jeden Fall schon mal ein kaputtes Auto und vielleicht auch irgendwie auf Adal an der Seite. Einfach alles mitnehmen. Sauerstoff. Ohne Luftzufuhr erstickst du allmählich. Wo ist denn die Sauerstoffanzeige? Oben in der Mitte, da wo eigentlich die Ausdauer angezeigt wird, ist jetzt der Sauerstoff. Das ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Aber geht echt langsam runter. Also ich glaube, wie kann übertrieben lange unter Wasser bleiben, weil das war echt langsam, wie das da gerade runtergegangen ist. Naja. Na gut, steigen wir wieder ins Auto und fahren wir zum nächsten. Einfach nur die Straße entlang und dann seht ihr gleich auf der rechten Seite, seht ihr gleich ein Schild, da steht drauf Barely Illegal. Das ist hier wirklich direkt die 50 Meter weiter, hier an der Stelle. Und auch hier sind wieder keine Gegner. Das heißt, auch dieses zweite Item jetzt hier aus der heutigen Episode kann man sich holen, selbst wenn man Level 1 ist im Prinzip, weil man nicht kämpfen muss, weil keine Gegner unterwegs sind. Ja, und das ist der Weg vom ersten Item zum zweiten, also einfach nur die Straße entlang. Und da seht ihr auch schon, da wird es schon wieder angezeigt, da liegt ein legendäres Item. Auch hier natürlich wieder vorher speichern. Vorher speichern, bevor man das Item anguckt, damit man die Chance auf die besten oder das Maximum an Mod-Slots hat. Ja gut, Items einsammeln bringt jetzt hier gar nichts, weil wenn ich gleich eh das Spiel lade, dann sind ja die Items wieder uneingesammelt. Hier haben wir diesen Typen mit Messer in der Brust. Und dann seht ihr da den Konzernblazer mit kugelsicherem Futter. Aber nur 3 Mod-Slots. Und wir wissen ja, bei den Oberkörpersachen sind es 4 Mod-Slots. Auch geil, Konzernbläser mit kugelsicherem Futter und der Typ liegt da mit einem Messer in der Brust. Ja, wäre auf ihm geschossen worden, hätte das kugelsichere Futter ihn gerettet. Dadurch, dass es einen Messerangriff gab, bringt es natürlich nichts. Naja, und jetzt heißt es wieder das Spiel laden und so lange versuchen, bis man halt das Oberteil mit den 4 Mod-Slots bekommt. Das Geile ist, dann haben wir schon 3 Items, nämlich das eine T-Shirt, was wir gekauft haben, dann dieses andere Oberteil für äußere Schicht, hier der Blazer und die Hose, die jeweils das Maximum an Mod-Slots haben. Und wie gesagt, wir werden heute auch noch ein Item sammeln, was wir dann in diese Dinger reinpacken können, sodass wir sehr, 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 sehr lange keine Rüstungen oder Rüstungsgegenstände finden werden, die besser sind als diese Items, die wir jetzt hier holen. Das ist ziemlich geil. Das heißt, wir können im Prinzip für den Rest des Spiels tatsächlich diese Armor behalten und durchweg nutzen. Das ist ziemlich geil. Empfehle ich auch jedem von euch, das so zu machen, vor allem mit dem Item, was wir uns heute ganz am Ende holen. Das ist ein bestimmter Mod für Rüstungen und das geht bei jedem Build, bei jedem Playthrough. Das könnt ihr immer so machen und es ist übertrieben stark. Werdet ihr aber auch noch sehen. Naja, aber jetzt seht ihr, wir müssen hier einfach ein paar Mal laden. Wieder nur 2 Mod-Slots drauf, also wieder Spiel laden. Ist natürlich bei diesem Oberkörper-Dingern ein bisschen schwieriger, denn da gibt es ja mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass es insgesamt 4 Mod-Slots gibt, kann ja entweder 0, 1, 2, 3 oder 4 drauf sein, während auf den anderen Rüstungsteilen halt nur 0, 1, 2 oder 3. Das heißt, da ist die Chance höher, dass man halt auch mal das mit Maximum findet. Wieder nur 3 Mod-Slots drauf. Dauert, wie ihr seht, halt ein bisschen, aber auch nicht übertrieben lang. Also, und ich glaube, es kommt auch nicht aufs Charakterlevel an, ob man überhaupt eine Chance hat, das Maximum an Mod-Slots oder so zu finden oder nicht. Das ist wirklich einfach komplett zufällig und ihr könnt von Anfang an diese Legendaries finden mit dem Maximum an Mod-Slots. Oh, nur einer, wow. Das ist dann aber auch erstmal alles. Also wir können uns nicht jetzt hier schon die komplette Konzern-Armor holen. Das sind wirklich nur diese beiden Items jetzt hier. Die restlichen Items sind entweder gecapped hinter Level-Anforderungen. Also es gibt ein Item, was man erst mit einem höheren Charakterlevel holen kann. Und dann gibt es noch einige Items, die spawnen erst, wenn man bestimmte Quests gemacht hat. Ah, also jetzt seht ihr hier 4 Mod-Slots drauf. Das ist das Maximum. Nehmen wir also sofort mit. Ziehen wir auch sofort an und dann seht ihr auch schon, das ganze Outfit passt jetzt auch schon ein bisschen besser zusammen. Wir sehen also nicht mehr ganz so bekloppt aus. Und ja, wie gesagt, das ganze Set. Allerdings hat das Konzernset nicht alle Rüstungsteile. Also es gibt keinen Kopfteil. Hat zwar alles Oberkörper, dann Gesicht, Hose und Schuhe. Aber es gibt keinen Kopf, also keinen Hut aus dem Konzernset. Aber da werden wir uns trotzdem was holen, was dazu passt. Sodass wir letztendlich ein Set haben, was wirklich gut zusammen aussieht. Jetzt haben wir schon mal ein paar richtig gute Items. Jetzt looten wir hier natürlich auch noch alles weg. Und danach holen wir uns dann eine neue Waffe. Und zwar eine Waffe, die habt nicht ich mir ausgesucht, sondern die habt ihr ausgesucht, dass ich mir das unbedingt holen soll.
und dass ich mir das auch früh, möglichst früh im Spiel holen soll. Und da werden wir als nächstes hingehen. Weil wie gesagt, armortechnisch kommen wir jetzt aktuell eh nicht weiter. Aber wir haben ja jetzt schon drei richtig gute Sachen. So, noch eben schnell alles hier durchforsten und mitnehmen. Aber das war es dann, glaube ich, auch. Und jetzt müssen wir als nächstes ganz woanders hin. Wir haben jetzt hier schon mal alle Items, die wir hier kriegen können. Ich gehe jetzt am besten mal direkt zu einem Schnellreisepunkt, weil wir müssen jetzt wirklich weit weg. Ihr habt gesagt, man soll sich diese Waffe, die wir jetzt holen, möglichst früh im Spiel holen. Und dann habe ich mich natürlich auch dazu informiert, habe das rausgeguckt und es stimmt wirklich, man sollte sich die möglichst früh holen. Das Problem ist, die liegt nicht in Watson. Auch die kann man sich einfach so holen, die liegt einfach so rum, ohne Gegner in der Nähe, kann man also auch von Anfang an sich direkt holen, diese Pistole. Genauso wie die beiden anderen Items. Allerdings liegt die ein bisschen weiter weg. Darum gehen wir mal schnell zu einem Schnellreisepunkt, gucken, ob wir ein bisschen in die Nähe davon porten können, dass der Weg dahin nicht ganz so weit ist. Dadurch, dass wir Watson verlassen und auch noch in ein paar andere Gebiete reisen werden, werden uns natürlich auch die jeweiligen Fixer, weil jedes Gebiet hat ja einen eigenen Fixer. Hier in Watson ist es ja diese Regina und immer wenn wir ein neues Gebiet betreten, gibt es einen anderen Fixer, der uns da mit Aufgaben versorgt, mit Quests. Und sobald man das Gebiet betritt, melden die sich immer sofort. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt in zwei neue Gebiete reinreisen werden, werden wir auch die Anrufe von diesen beiden Fixern bekommen. Aber es ist ja nicht so schlimm, die melden sich nur, sagen Hallo und sagen, hey, ich bin hier der Aufträge für dich hat. Und das war es dann auch schon. Also das ist nicht so schlimm. Darum mal schnell zum Schnellreisepunkt. Dann mal gucken, wie wir da in die Nähe kommen. Zu diesen Pistolen. Zu dieser Pistole. Die wird wirklich sehr, sehr lustig. Da freue ich mich schon wirklich richtig drauf, die zu holen. So, dann gucken wir mal. Also wir sind jetzt hier gerade in Watson und wir müssen zwei nach unten am Stadtzentrum vorbei bis nach Haywood. Und hier in Haywood unten rechts auf der rechten Seite, gut, jetzt werden die Quests gerade nicht angezeigt, aber da unten rechts diese Nebenmission, die gerade aus irgendeinem Grund nicht richtig angezeigt wird. Da müssen wir hin. Diese Pistole gehört auch zu dieser Nebenmission, die da ist. Nochmal versuchen, vielleicht wird es dann besser angezeigt. Also da in Haywood, da unten, genau, jetzt sehen wir es. Genau diese Nebenmission, die da an der Stelle ist. Und jetzt müssen wir gucken, welcher Schnellreisepunkt da in der Nähe ist. Und wir sehen auch direkt schon ein paar. Ist ganz schön weit weg, wie ihr seht. Und da seht ihr aber auch MLK und Brandon ist ein Schnellreisepunkt aus irgendeinem Grund. Da unten ist auch noch ein Schnellreisepunkt, Tama Aussichtspunkt. Ich weiß nicht, warum man die hat. Weil in diesen Gebieten waren wir ja definitiv noch nicht, auch im Stadtzentrum der Arasaka Tower. Aber vielleicht gehörten die zu irgendwelchen Quests, zu irgendwelchen Instanzen aus dem ersten Kapitel oder so. Vielleicht war man da mal in irgendwelchen Cutscenes und darum hat man jetzt schon diese Schnellreisepunkte, keine Ahnung. Aber dann nehmen wir den hier einfach, MLK und Brandon, weil der ist in der Nähe, dann haben wir es nicht so weit. Das heißt, wir porten uns sofort dahin an den. Ihr seht, der ist in der Nähe, Stadtzentrum. Und wenn wir da dieses Gebiet betreten, nach der Schnellreise, dann wird sich auch sofort der Fixer melden, der da für dieses Gebiet verantwortlich ist. Und dann werden wir, glaube ich, auf dem Weg nach Haywood nochmal in ein anderes Gebiet kommen. Aber sehen wir gleich einfach. Da sehen wir es auch schon, El Capitan meldet sich, nehmen wir direkt mal an. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Man nennt mich El Capitan und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen, hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten, einen Motorrad. Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Ja, das war El Capitan. Das ist anscheinend der Fixer für Santo Domingo in diesem Gebiet. Aber ihr seht, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen ja nach Haywood. Das heißt, da laufen wir jetzt gleich auch noch in ein neues Gebiet rein. Hat uns auch hier direkt geschickt. Und ihr seht, der sagt wirklich nur Hallo. Ich bin hier der Typ, der wichtig ist. Meld dich bei mir, wenn du irgendwas brauchst. Der bietet uns auch sofort einen neuen Wagen an. Sieht aber scheiße aus. Und jetzt laufen wir hier über diese Brücke und dann geht's nach Haywood. Und in Haywood gibt's dann direkt den nächsten Fixer, der sich gleich melden wird. Gucken wir mal, wer das ist. Einfach nur über die Brücke und da ist auch schon Padre anscheinend. Ich habe von einer neuen Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ibarra, genannt Padre. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben.
Wir hören voneinander, wie? Ja, das war's auch schon. Ihr seht nicht wirklich lang und nicht wirklich viel. Der hat nur Hallo gesagt, schreibt jetzt noch eine Nachricht hier. Komm bei mir vorbei, sag Hallo, wenn du irgendwas brauchst, bla bla bla. Nichts jetzt mega Interessantes. Hier noch eine alte Nachricht von Regina, die noch offen war. Nur damit es nicht mehr angezeigt wird als neu. Und jetzt haben wir nur noch 125 Meter bis zu dieser Waffe. Und wie gesagt, das ist eine, die habt ihr euch gewünscht und die ist wirklich richtig cool, glaube ich. Also ich freue mich mega darauf, die jetzt zu holen. Und bin schon echt gespannt, wie die abgehen wird. Oh, was ist denn jetzt mit denen los? Nur weil ich rumgesprungen bin, sind die alle böse oder irgendwie sowas. Oder haben Angst. So, und jetzt müssen wir hier in diese Seitengasse und da kriegen wir dann die Pistole. Lieber nochmal speichern, weil man kann bei dieser Pistole falsche Optionen, die hat ja was mit einer Quest zu tun, man kann falsche Sachen anklicken und darum lieber mal abspeichern. Also wenn ihr auch in Zukunft irgendwelche besonderen Sachen wisst, irgendwelche Secrets, dann gerne raus damit, weil das ist wirklich, glaube ich, eine richtig coole Sache. Und ihr seht, Skippy heißt die Pistole. Und die werden wir jetzt mal nehmen. Ist eine Smart-Pistole namens Skippy. Episch ist sie, ikonisch. Dann gucken wir mal, was die kann. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE 11. Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name? Skippy. Skippy. Ja, das ist Skippy. Eine Waffe mit eingebauter KI, die mit uns redet und sie hat tatsächlich die Stimme von SpongeBob. Und das hat sie, glaube ich, auch nur in der deutschen Version. In der englischen Version ist es, glaube ich, nicht die SpongeBob-Stimme, sondern einfach irgendeine. Das heißt, das ist so ein kleines Easter Egg nur allein in der deutschen Version. Ziemlich coole Sache. Sieht auch verrückt aus hier, diese Pistole. Und mit der können wir jetzt erstmal ein bisschen reden. Oh ja, und die geht ab. Ist ein bisschen Arsch, die Pistole. Aber gucken wir mal, was die noch so zu sagen hat. Skippy, dein Ernst? Skippy? Echt jetzt? Lautstärke um 66% erhöht. Name? Ich bin nicht taub. Verstanden. Normaler Gehörsinn. Potenzielles Problem? Niedriger IQ. Sprachfrequenz um 33% reduziert. Mein Name ist Skippy. Willst du mich ver... Egal. Ja, also ihr seht schon, der ist echt ein Arsch. Ist eigentlich eine ganz lustige KI da drin. Hörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache, Diebstahl. Besitzer, unbekannt. Lösungsvorschläge, keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Verarbeite Vorschlag. Keine Einwände gefunden. Kann ich dich umtaufen? Nein. Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer. Lautstärke um 300% erhöht. Nein! Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich. Die nötigen Rechte liegen nicht vor. Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam. Was soll das werden? Eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehmer zu machen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. So, und jetzt soll er uns sagen, was er alles kann. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Darum habe ich gespeichert. Gucken wir gleich mal, was er da sagt. Denn man kann jetzt hier verschiedene Optionen wählen. Und dann wird die Waffe entweder übertrieben stark oder total kacke. Von daher muss man da aufpassen. Na gut, was kannst du eigentlich? Außer mir hier ein Ohr abzukauen. Hauptfunktion, automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet, selbstständiges Schießen. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus, kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich Beine werden anvisiert. Zweiter Modus, eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Ja, und jetzt müssen wir uns nämlich entscheiden.
Und klar, jeder normale Mensch wird jetzt hier eiskalter Killer auswählen. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Und die Sache ist, wenn man das auswählt, dann ist das auch wirklich so. Also es ist keine Verarsche, das ist keine Spaßwaffe, die einen irgendwie auf eine falsche Fährte bringt oder einfach nur ein blödes Easter Egg. Das ist wirklich so. Wenn man eiskalter Killer auswählt, dann visiert die automatisch nur Köpfe an. Das heißt, man macht nur Headshots mit dieser Waffe. Das stimmt wirklich. Also die ist übertrieben stark. Und beim kätzchenliebenden Pazifist werden auch tatsächlich nur Beine anvisiert. Das heißt, man macht keine Kills, sondern knockt die Gegner immer nur falls man halt ohne Töten durch dieses Spiel spielen will. Trotzdem gibt es eine Falle an der Sache. Denn das Besondere ist, und das muss man vorher erstmal wissen, das weiß man nicht, wenn man 50 Kills mit dieser Waffe macht, schaltet sie danach, nach diesen 50 Kills, automatisch in den jeweils anderen Modus und bleibt ab dann für immer in diesem Modus. Das heißt, wenn wir eine total übertriebene OP-Waffe wollen, die ausschließlich nur Kopfschüsse macht, und das macht sie dann wirklich, müssen wir am Anfang kätzchenliebender Pazifist auswählen und erstmal 50 Kills machen, indem wir nur in die Beine schießen. Und dann nach diesen 50 Kills wird Skippy automatisch in den jeweils anderen Modus wechseln, also in den eiskalten Killer-Modus. Und ab dann haben wir eine der stärksten Waffen, die es in diesem Spiel überhaupt gibt, weil das eine Waffe ist, wo die Kugeln automatisch immer in die Köpfe fliegen. Das ist ziemlich geil. Aber wie gesagt, das ist die einzige Falle an dieser Waffe. Das muss man halt erstmal wissen. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier in diesem Fall, müssen wir den kätzchenliebenden Pazifist auswählen. Auch wenn das blöd ist und wir erstmal diese 50 Kills zusammenkriegen müssen, haben wir danach dann aber halt eine übertrieben starke Waffe. Das ist auch der Grund, warum man sich die möglichst früh holen sollte, diese Waffe. Denn es ist natürlich am Anfang des Spiels leichter, Gegner zu töten, indem man sie nur in die Beine schießt, als dann später im Spiel, wenn die Gegner immer stärker werden und man dann eigentlich eine Waffe braucht, die Kopfschüsse macht. Von daher möglichst früh diese Knarre holen, dann hier in diesem Modus den kätzchenliebenden Pazifist auswählen. Aber wie gesagt, das ist keine Lüge, die ist wirklich so. Und jetzt nehmen wir das auch und Skippy macht es dann auch wirklich tatsächlich, das Auswählen. Schätze, ich nehme kätzchenliebender Pazifist. Ändere Einstellungen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Ugh. Modus eingestellt. Kätzchenliebender Pazifist. Viel Spaß beim Verstümmeln deiner Feinde. Oh, danke schön, Skippy. Ja, und das war's. Das war das Gespräch. Padre meldet sich auch direkt wieder, will uns wieder eine Karre verkaufen. Aber wir haben jetzt Skippy. Unsere dritte Waffe im Arsenal, die wählen wir auch aus. Auf der 1 haben wir die Ouvertüre weiterhin, fürs erstmal Stealth alles weghauen. Auf der 2 die Lizzie-Waffe und auf der 3 nehmen wir jetzt Skippy rein. Ihr seht, da ist auch ein Ausrufezeichen an der Knarre, das heißt, die gehört zu einer Quest. Die wird auch noch später weitergehen, diese Quest. Allerdings, wie gesagt, wir müssen erstmal diese 50 Kills machen, dann wird der Modus umgewechselt und sowas alles und dann können wir noch was mit der machen mit der Knarre. Jetzt haben wir wirklich richtig coole Sachen. Wir haben eine Power-Pistole, eine Tech-Pistole mit der Lizzie und eine Smart-Pistole mit der Skippy. Also wir haben jetzt ein richtig krasses Arsenal, was übertrieben stark ist. Und das Besondere an Skippy ist auch, die levelt automatisch mit. Also die Lizzie-Waffe zum Beispiel und auch die Ouvertüre, die müssen wir ja upgraden und sowas alles. Und das müssen wir bei Skippy nicht, also da steht auch dran, passt sich dem Level des Benutzers an, steht unten bei den Mod-Slots dran. Das heißt, die müssen wir nicht upgraden. Wenn wir ein Level-Up haben, hat die Waffe auch ein Level-Up. Das ist schon mal eine ziemlich geile Sache. Allerdings gibt es davon keine legendäre Version. Also obwohl das ikonisch steht, und ikonisch heißt ja meistens, man kann es auf die höheren Seltenheitsstufen upgraden, ist das bei Skippy nicht so. Und hier sehen wir auch, ist blockiert, dass man die upgradet. Klar, wir haben die gerade auf unserem Level bekommen, alle Items sind erstmal auf dem eigenen Level, aber selbst wenn wir ein Level-Up haben, müssen wir die trotzdem nicht upgraden, die Skippy-Waffe, die macht einfach mit. Ja, und wie gesagt, es gibt keine legendäre Version davon leider, so wie bei der Lizzie-Pistole, die ist ja auch ikonisch, aber die könnten wir theoretisch auf Episch und dann auch Legendary upgraden. Bei Skippy geht das nicht, aber muss man auch nicht, die bleibt halt so. Ich meine, wenn man eine Smart-Pistole hat, die automatisch immer in die Köpfe schießt, ist das natürlich eine geile Sache. Trotzdem hat die zwei Mod-Slots. Die gibt's, ich bin mir nicht sicher. Also da bringt es, glaube ich, nichts mit diesem Speichern und Neuladen. Ich glaube, die kann man nur mit zwei Mod-Slots kriegen. Das ist zwar echt wenig, während andere Waffen halt 6 Mod-Slots haben. Aber ist auch nicht so mega nötig. Wie gesagt, bei Skippy. Die haben wir jetzt. Trotzdem muss man mit der aufpassen.
die schießt halt nicht nur automatisch jeweils in die Beine oder in den Kopf. Die fängt zum Teil, wenn man zielt, also wenn man rechte Maustaste drückt und man zielt auf den Gegner, dann fängt die zum Teil auch automatisch an zu schießen. Also ob man das will oder nicht. Das heißt, man hat zwar eine übertrieben starke Waffe, aber die KI da drin, das habt ihr ja schon gemerkt, die macht zum Teil so ein bisschen, was sie will. Und aber nur, wenn man mit zielt, also wenn man mit rechter Maustaste zielt. Aber wir müssen jetzt unbedingt aus diesem Gebiet wieder raus, denn ihr seht hier überall bei Überfall im Gang, stand da gerade Gefahr sehr hoch. Und wenn wir oben in Watson gucken, steht da Gefahr niedrig. Anhand dieser Anzeige kann man halt rausfinden, ob man selbst vom Level hoch genug ist oder nicht. Und hier in diesem Gebiet, wo wir gerade sind, in Haywood, steht halt überall Gefahr sehr hoch. Wenn wir selbst dann mal ein höheres Level haben, wird es dann auch niedriger werden. Also hoch, mittel und dann wieder niedrig. So muss man halt immer rausfinden, ob man das vom Level überhaupt schaffen kann. Darum geht es jetzt für uns erstmal wieder zurück nach Watson. Denn da sind wir ja eigentlich. Ich wollte einfach nur Skippy abstauben. Habt ihr auch gesagt, ey, hol dir unbedingt die Knarre. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Wie gesagt, falls ihr noch andere Ideen habt, immer gerne schreiben. Sowas mache ich immer total gerne. Builds craften und übertrieben starke und OP-Sachen und sowas alles haben. Hole ich mir dann natürlich auch immer. Es gibt noch ein paar gute Items im Spiel, glaube ich. Und naja, aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Und in das Gebiet, wo wir eigentlich weitermachen wollen. Denn wir wollen natürlich 100% machen und das heißt, wir machen natürlich auch Gebiet für Gebiet. Trotzdem gibt es noch eine Sache, das hatte ich am Anfang des Videos gesagt. Eine Sache gibt es noch, die stark ist, nämlich die Mods, die wir uns reinballern wollen. Da müssen wir hier in Watson nach unten rechts, darum gehen wir mal zur All-Foods-Fabrik. Wir überspringen zwar jetzt ein paar Sachen, aber keine Angst, in den nächsten paar Videos werden wir wieder an die Stelle gehen, wo wir eigentlich aufgehört haben, mit dem Gebiet abschließen. Ich will mir jetzt nur noch eine Sache, weil wenn wir jetzt schon mal so eine Episode haben, wo wir uns Items holen, wo es nur darum geht, Items zu besorgen, dann machen wir das jetzt auch noch. Und dann müssen wir hier unten rechts, ihr seht, in Watson sind wir. Und dann hier so im Südosten gibt es hier in der Nähe von dem Punkt, wo wir gerade sind, an dieser Wulst, gibt es noch hier einen Überfall im Gange. Und genau da müssen wir hin. Da gibt es nämlich dieses Item, was wir jetzt noch am Ende holen wollen. Auch wenn dann die Episode ein kleines bisschen länger dauert als normal. Aber ich meine, wenn wir jetzt schon mal so eine Item-Sammel-Episode haben, dann ziehen wir es wenigstens auch durch, sodass wir uns beim nächsten Mal wieder voll konzentrieren können. Jetzt haben wir sogar noch einen Cyberpsycho in der Nähe. Regina meldet sich sofort. Und sie haben sogar mal eine Patrouille geschickt. Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die Bullen Schiss bekommen oder... Naja, vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir wollen jetzt wirklich Items sammeln. Und das machen wir dann später, sobald wir dann wieder... Sobald wir dann wieder eine Episode haben, wo wir, ja, Quests abschließen und sowas alles, da holen wir uns dann auch diesen Cyberpsycho, der hier anscheinend in der Nähe ist. Weil wir wollen jetzt wirklich noch das letzte Item haben. Und wie gesagt, durch dieses Item werden unsere Rüstungen so stark, dass es nicht so schlimm ist, dass wir unsere Legendary Items... Was ist das? Großkalibrige Schusswunde, okay. Wahrscheinlich von dem Cyberpsycho, der hier in der Nähe ist. Ja, dass wir unsere legendären Rüstungen zumindest mal, mit der Ouvertüre geht das natürlich nicht, mit der Pistole, aber unsere Rüstung, dass wir die nicht upgraden müssen, weil wir es ja noch gar nicht können, die aber trotzdem so stark werden, dass selbst die Items, die wir sehr, sehr lange in diesem Spiel finden werden, dass die nicht besser sind als das, was wir haben. Das heißt, wir kommen wirklich sehr, sehr lange mit diesen Armors, die wir uns heute geholt haben, kommen wir damit aus. Das könnt ihr, wie gesagt, auch in eurem Bild so machen. Das funktioniert bei jedem Bild und es ist auch bei jedem Bild stark. Ihr werdet dann gleich sehen, was für ein Item das ist, was man da bekommt. Ich muss nur gerade gucken, wie man da nochmal hinkommt. Da kann ich gerade nicht mehr rennen, weil Ausdauer alle ist. Wie man da nochmal hinkommt. Hier rein... Nee, und wir werden jetzt natürlich auch direkt versuchen, alles mit Skippy zu machen. Das heißt, wir gehen nicht erstmal mit der Overture erstmal stealth-mäßig rein wie bisher, sondern wir müssen ja irgendwie diese 50 Kills zusammenkriegen und das möglichst schnell. Und das heißt, jetzt einfach nur mal zielen, dann gucken wir gleich mal, ob Skippy automatisch schießt. Ich drück mal nix. Ja, und ihr seht, er hat sofort losgeballert. Jetzt der erste, also jetzt schieße ich natürlich. Aber so die erste Salve hat er einfach automatisch geschossen. Und ihr seht, es werden automatisch die Knie anvisiert.
Und es fliegt, ihr seht, weil es eine Smartwaffe ist, fliegt das ganze Zeug auch um die Kurve. Das heißt, das kann man auch so nutzen. Das ist dann später bei Headshots natürlich genauso. Also übertrieben stark, wie ihr seht. Und jetzt müssen wir erstmal diese 50 Kills machen, möglichst schnell, damit wir halt Skippy upgraden. Darum mache ich jetzt auch erstmal nicht mehr dieses Stealth vorher reingehen, sondern einfach reingehen und schießen. Die Sache ist, man tötet die Gegner ja jetzt nicht. Das heißt, die sind immer in diesem einfach nur Besiegt-Modus. Und ich weiß nicht, ob damit Skippy diese 50 Kills zählt, ob die wirklich tot sein müssen, die Gegner, oder ob man sie einfach nur K.O. schießen muss. Das weiß ich nicht, was da zählt. Vielleicht wisst ihr das, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Aber einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, schieße ich jetzt einfach nochmal immer in die Reihen. Weil es reicht ein Schuss auf so einen Gegner, der sich auf dem Boden einfach nur rumrollt. Die Items kriegt man ja trotzdem, vorher schon. Aber wenn so ein Gegner sich noch so rumrollt, einfach nochmal draufschießen, einmal, dann killt man ihn wirklich komplett. Und weil ich nicht weiß, ob man, wie gesagt, mit Skippy wirklich Kills machen muss oder einfach nur Gegner besiegen muss für diese 50 Mal, schieße ich einfach in jeden Gegner nochmal rein. Die meisten werden das, wie gesagt, nicht überleben, dadurch, dass ja nur Beine anvisiert werden. Manch einer stirbt trotzdem, aber die meisten werden sich so auf dem Boden rumrollen. Und so werden wir jetzt mal gucken, dass wir diese 50 Kills zusammenkriegen. So, jetzt nehmen wir hier alles mit bei diesem Überfall. Gegner sind alle tot und gleich werdet ihr dann ein Item sehen und bekommen. Hier genau an dieser Stelle werde ich euch gleich zeigen, was halt übertrieben stark ist. Was in jede Rüstung reinpasst und wodurch man fast unkaputtbar wird letztendlich in diesem Spiel. Das kriegt man hier in Watson total einfach gut. Hier muss man ein kleines bisschen kämpfen, das ist nicht komplett free. Ich sammle erstmal alles an das andere ein. Und dann zeige ich euch die Kiste, die ihr looten müsst. Das ist nämlich hier direkt die links von mir. Aber jetzt habe ich gleich alles andere. Und jetzt seht ihr, hier ist diese Kiste. Und da seht ihr, da ist das Schema Armadillo drin. Also das ist ein Rüstungsmod zum selber herstellen. Das habe ich jetzt auch. Dadurch, dass ich jetzt das Schema habe, können wir unter Itemherstellung, können wir diesen Mod jetzt herstellen. Da ist er, Armadillo. Der erhöht die Panzerung um 46. Das Coole ist, wenn man sich alle seine Mods damit vollballert, alle seine Rüstungsmods, dann hat man so viel Rüstung, dass einem die Gegner so gut wie gar keinen Schaden mehr machen. Und das Coole ist, man hat sogar auch eine Chance, bessere Versionen davon zu bekommen. Also das ist ja jetzt hier die weiße Variante. Es gibt ja verschiedene Seltenheitsstufen, auch noch blau und grün und episch und legendär und so. Und abhängig vom eigenen Charakterlevel hat man eine Chance, wenn man das herstellt, auch einfach bessere Versionen, also seltenere Stufen zu bekommen. Und das hat nichts zu tun mit der technischen Fähigkeit. Hier gibt es ja auch so Sachen wie ermöglicht das Herstellen von seltenen Items oder ermöglicht das Herstellen epischer Items. Das braucht man nicht. Also man kann selbst die Armadillo-Mods und die ganzen anderen Mods, kann man selbst auf episch bekommen, wenn man diese Perks nicht hat. Nur wenn man direkt gezielt ein episches Item herstellen will, dann braucht man diese Perks. Aber um diese bestimmte Chance zu haben, einfach eine bessere Version zu bekommen, das ist nur abhängig vom eigenen Charakterlevel. Auf meinem Level jetzt werde ich die natürlich noch nicht in episch bekommen und wahrscheinlich auch noch nicht in grün. Aber ihr könnt, während ihr das levelt oder während ihr selbst levelt, immer mal wieder ein paar Armadillo-Mods herstellen und dann einfach ja, gucken, dass ihr bessere Versionen bekommt. Und ab einem bestimmten Level kriegt ihr sogar auch regelmäßig die Dinger in episch. Auf Legendary gibt es die leider nicht. Das ist das Doofe daran, aber zumindest in episch. Und das heißt, ihr könnt sogar auch ja, mit der Zeit, wo ihr spielt, eure Rüstung auch immer mit besseren Armadillo-Mods upgraden. Und das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Wir haben ja jetzt schon einige Armors und da können wir diese Mods reinpacken und die stacken halt auch und das ist ziemlich cool und ihr werdet dann auch gleich sehen, wie viel Rüstung wir haben. Ich gucke jetzt mal im Inventar, also wir haben ein Mod-Slot auf der Mütze, dann 4 auf dem Blazer, 4 auf dem T-Shirt und 2 auf der Hose, weil die Crit-Chance, die 15% Crit-Chance ist halt das Maximum, was man haben kann an dem Legendary-Mod-Slot. Und darum zählen wir das alles mal zusammen, sind also ungefähr 10, nee 11, das heißt wir stellen jetzt einfach mal 11 davon her, von diesen Armadillo-Mods und ihr seht, die kosten auch fast nichts. Ich habe so viele Items, so viele Sachen oder Komponenten, dass ich die herstellen kann, ich kann mir das locker leisten, eigentlich permanent diese Armadillo-Mods herzustellen. Jetzt stelle ich einfach mal 11 her und dann gucken wir einfach mal, ob wir auch schon mal ein paar bessere bekommen haben. Das heißt Inventar. Und bei diesen Mods, und dann seht ihr, ich habe sogar schon 4 grüne bekommen, die sogar schon eine höhere Stufe haben. Und das kann ich mir jetzt alles mal in meine Armor packen. Gut, auf der Mütze ist jetzt schon Armadillo-Mod. Allerdings ist es meistens so,
dass diese standardmäßigen, können wir auch gleich mal gucken, schlechter sind. Auf jeden Fall jetzt hier auf den Blazer packe ich mir mal die ganzen grünen Dinger drauf. Dann ist der schon mal richtig, richtig stark. Da ist zwar auch ein weißer Armadillo-Mod drin, aber den überschreiben wir einfach durch einen grünen. Jetzt haben wir hier eine Armor mit 4 grünen Mods und ihr seht, die hat jetzt schon 284 Panzerungen. Da werden wir Ewigkeiten keine Items finden, die über diese 284 drüber kommen. Selbst, also wir müssen jetzt das Oberteil nicht mal upgraden. Das wird so extrem lange trotzdem das beste Item sein, dass wir so schnell keine Items finden, normale Items, die da stärker sind. Und wie gesagt, wir können später noch bessere Armadillo-Mods. Ihr seht, die anderen Items haben hier 60 Panzerungen und wir sind bei 284. Also wird lange dauern. Und wie gesagt, wir können später auch noch blaue und epische Armadillo-Mods und sowas selber craften, wodurch das noch stärker wird. Das heißt, wir müssen unsere Armor nicht mal upgraden. Jetzt tun wir die weißen alle auf das T-Shirt. Hat jetzt auch hier 231 Panzerungen schon. Auf die Hose tun wir 2 Stück drauf, weil Fortuna will ich, wie gesagt, behalten. Die Crit-Chance, da kommen die also drauf. Dann hat die Hose jetzt auch schon mal 124 Panzerungen. Und wir haben noch einen Mod-Slot auf der Mütze. Da ist zwar auch schon Armadillo-Mod drauf, allerdings ist der schwächer als das, was wir haben. Ihr seht, 46 gibt unserer und nur 6,8 gibt der. Also irgendwie ist auch so, die Items, wo die Mods schon drauf sind, sind zum Teil einfach schlechter. Weiß ich auch nicht. Obwohl es beides die weiße Version ist, also in gewöhnlich, ist der trotzdem schlechter. Von da packen wir einfach mal unseren drauf, dann ist das hier auch schon auf 58. Also ist jetzt schon richtig geil, wir sind jetzt schon bei 894 Armor insgesamt. Dadurch ist unsere Rüstung richtig krass stark, passt auch schon vom Aussehen einigermaßen gut zusammen. Ist also richtig stark. Kann ich nur jedem empfehlen, das in eurem Bild so zu machen. Packt euch alle eure Modslots mit diesen Armadillo-Mods voll. Und wie gesagt, je höher euer Charakterlevel, desto höher ist auch die Chance, dass ihr bessere Versionen bekommt. Naja, und beim nächsten Mal machen wir dann wieder ganz normal weiter. Da oben ungefähr waren wir ja. Dann werden wir also dieses Gebiet weiter abschließen, so wie es halt eigentlich sein soll, mit diesen verschiedenen Missionen, die dann noch sind. Wir sind jetzt schon richtig stark, wir haben eine geile Waffe. Wir müssen Skippy jetzt irgendwie leveln, diese 50 Kills hinkriegen. Gibt noch viel zu tun hier in Haywood. Da unten sogar auch eine Main-Story-Mission, wo wir früher oder später hinkommen werden, wenn wir hier alles abschließen. Es geht also in der nächsten Folge wieder richtig krass weiter. Heute war vielleicht ein bisschen langweilig, aber trotzdem ist fast wie so ein Guide heute gewesen, den ihr nutzen könnt für euer Bild. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, ciao, Leute.